Ein weiterer Tag zusammen mit Fritz Meinecke und Adventure Buddy irgendwo auf der Insel Sardinien im Süden Italiens. Dieses Mal sind wir auf der Suche nach einer alten Doktorenvilla mitten in einer Kleinstadt. Um das Gebäude herum herrscht reges Leben, überall fahren Autos, Menschen gehen von der Arbeit nach Hause. Das macht das Reinkommen nicht ganz einfach. Doch was uns dann später im Inneren der alten Villa erwartet, ist fast unglaublich. Aber seht selbst. Leute, mitten in der Stadt irgendwo in Italien. Hier ist ein altes Tor, komplett zugewachsen. Das hat schon wieder so einen richtigen Apokalypsencharakter. Meinmedizin oder Chirurgie oder sowas. Hier ist ein gebrochener Knochen zum Beispiel aufgemalt. Die verschiedensten Sägen und Bohrköpfe. Solche Geschwüre in der Lippe, die hier wegoperiert wurden. Zahnwurzelentzündungen. Das sieht wirklich krass aus. 1957. Leute, mitten in der Stadt irgendwo in Italien, in so einem Busbahnhof. Wir sind hier irgendwo die große Straße hochgekommen, kommen irgendwo, ich weiß nicht, ob es man da hinten ein bisschen sehen kann, aus den Bergen raus. Und hinter dieser Mauer soll sich tatsächlich eine ziemlich spektakuläre Location befinden. Da müssen wir jetzt aber erstmal irgendwie reinkommen. Es geht schon wieder los, Leute. Location 3 an diesem Tag und wir haben Mittag. Hier ist ein altes Tor, ein altes Metalltor. Komplett zugewachsen. Villa Sole steht hier dran. Felix ist auch mit dabei. Servus. Gut Leute, ich würde sagen, wir befinden uns auf dem Grundstück. Hier ist alles komplett vertrocknet, der ganze Rasen hier. Man kann sich mal vorstellen, dass das ziemlich schön gewesen sein muss. Hinter mir tut sich auch schon die alte Villa auf. Soll einem alten Zahnarzt gehört haben und es soll sich sogar mit auf diesem Grundstück eine Zahnarztpraxis befinden. Wir hatten das Ganze ja schon mal vor Jahren in Belgien und keine Ahnung, wie es jetzt hier in Italien aussieht. Aber interessant ist, dass dieses Tor einfach so offen steht. Scheint niemanden zu interessieren. Hier vorne ist sie, Leute. Die alte Villa. Da sind noch andere Wohngebäude auf beiden Seiten, obwohl das da irgendwie witzigerweise auch ziemlich verlassen aussieht. Hier geht so ein Trampelpfad entlang. Alles schon ziemlich verwuchert. Also wirklich stark verwuchert, aber ein schönes, großes Grundstück. Na, und hier müssen wir jetzt, glaube ich, die Treppe hoch. Boah, guck mal, anhand dieser zugewucherten Sträucher hier, die komplett über den Weg gehen, kann man sich ja schon vorstellen, wie lange das schon leer stehen muss oder verlassen ist. So, hier ist das Haus nochmal von dieser Seite. Alle Fenster stehen offen. Ja, da sollten wir auf jeden Fall gut reinkommen. Wie es aussieht, gibt es hier aber auch schon ganz schön viel Vandalismus. Die ganzen Schubladen hier und so weiter liegen auf dem Boden und wurden hier bestimmt oben vom Haus geschmissen. Hier gibt es so ganz alte Holzrollläden. Steht auch irgendein Zeichen dran. Das hat schon wieder so einen richtigen Apokalypsencharakter. Hier geht's auch nochmal weiter ums Haus rum. Das ist eine riesen Bude, Leute. So, Leute, wir sind drin. Gucken wir uns mal um, ob hier wirklich noch so viel Inventar ist, wie uns gesagt wurde. Hier kamst du auf jeden Fall erstmal in so ein kleines Badezimmer rein. Waschbecken ist auf jeden Fall noch da. Ein ganz alter Zeitungsartikel. Ich weiß nicht, hier steht leider kein Datum mit drauf, denke ich mal. Aber der ist richtig alt, würde ich meinen. Bestimmt schon 20, 30 Jahre. Ansonsten sieht das Bad aber relativ leergeräumt aus. Aus dem Badezimmer kommt man hier tatsächlich in den Flur mit mehreren Türen. Und gehen jetzt, würde ich sagen, erstmal in diesen Raum hier. Die Tür klemmt. Krass, Leute. Hier hast du halt einfach ein komplett eingerichtetes Zahnarztzimmer. Aber zunächst einmal ziehe ich mir Handschuhe an, weil ich glaube, in so einem Raum sollten Handschuhe auf jeden Fall Pflicht sein. Inzwischen, Leute, mach selbst ich sowas. Direkt am Anfang befindet sich hier auf jeden Fall gegenüber von dieser, ich würde sagen, Personal-Hintereingangstür so ein großer Tisch, wahrscheinlich vom Doktor. Hier konntest du als Patient sitzen, wenn du noch mal eine Beratung brauchtest. Und das ist hier der Chefarztstuhl. Und hier liegen auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen auf dem Tisch. Ist doch auch so eine Zahnprothese, so ein Gebiss auf jeden Fall. Hier sind so alte Verpackungen, irgendein Öl oder so, Eugenol, eine Paste.
Da ist das Gefäß so schwer, dass man das Gefühl hat, da ist noch was drin. Und tatsächlich ein Lehrbild. Verschiedene Angehensmethoden, wie man hier kaputte Zähne ersetzen kann. Die typischen Goldkronen, die man drüber setzt. Hier Stiftimplantate. Uralt, ne? Hier neben hat es auf jeden Fall noch ein ganz altes Buch. Richtig vergilbte Seiten schon. Das ist hier bestimmt so ein Grundlehrbuch für Allgemeinmedizin oder Chirurgie oder sowas. Hier ist ein gebrochener Knochen zum Beispiel aufgemalt. Hier auch nochmal ein gebrochener Arm, der gar nicht mehr oben in der Schulter sitzt. Boah, das sieht auch schlimm aus. Ein Ausschlag, ein krasser. Hier steht's auch nochmal. Chirurgia. Das ist ein Buch der Chirurgie. Was gibt's hier noch, Leute? Eine ganze Menge. Erstmal im Fokus steht natürlich dieser uralte Zahnarztsessel. Das ist ja irre. Hier auch noch mit so einem Tuch dran. Aus welcher Zeit der sein mag. Leute, das sieht aus wie außer Nachkriegszeit oder sogar noch davor. Und das steht hier einfach noch so. Die ganzen Geräte samt dieser alten Lampe, wo noch irgendeine... Da ist noch irgendeine Flüssigkeit drin, wie es aussieht sogar. Hier, wisst ihr noch, zum Ausspucken immer dieses Becken. Na, lieben doch alle beim Zahnarzt. Hier dieses Absaugding, womit man dann Spucke aus dem Mund saugen konnte. Und hier liegt sogar noch an diesem Arm, der an der Wand befestigt ist, auf diesem Glastisch so eine kleine Bürste, womit man Zähne putzen konnte. Bei einer Prophylaxe oder so. Und der Bohrer hier. Und hier neben ist nochmal... Was ist das? Das ist so ein Mini-Sterilisator oder so. Hier sind ganz viele Bürsten drin und die konnten bestimmt perfekt hier drin gereinigt werden. Hiermit kannst du die Klappe aufmachen an der Seite. Hier liegt auch nochmal so eine alte Verpackung, wofür auch immer. Das sieht auch richtig alt aus von der Form. Ultra Svedon. Boah, der Raum ist so faszinierend. Ein bisschen wie ein Museum, oder? Auch verschiedenste Anzeigen. Das sieht so alt aus. Ich meine, die Platte alleine besteht ja schon aus Marmor oder so. Hier sind verschiedenste Kabel dran. Keine Ahnung wofür, Leute. Wisst ihr, was das war? Hier stehen ja einige Begriffe, aber alles auf Italienisch. Caustica, Endoscopia. Ist das ein Endoskopgerät? Hier ist irgendein kleiner Motor oder so. Auf jeden Fall stehen hier auch noch darunter verschiedenste Medikamente. Und wenn man das hier mal... Guck mal. Da ist sogar noch was drin. Hier sind noch die Medikamente in den Ampullen. Das ist ja irre. Und hier, Leute, ist das nicht sogar ein Zahn hier? Hier liegt doch ein einzelner Zahn rum. Hier muss man auch aufpassen. Hier ist irgend so ein Zeug schon rausgekommen. Hier auch die verschiedensten Sägen und Bohrköpfe. Boah, und was ist das hier? Kann das sein, dass man hiermit, ja, ziemlich sicher, oder? Das ist wie so eine Masse, die man dann verflüssigen konnte und mit solchen Schienen hier dann Gebissimplantate nachbauen konnte oder so. Oder Kronen, dass man so einen Abdruck vom Gebiss gemacht hat hiermit. Sowas wurde von mir auch irgendwann mal gemacht. Für so eine Nachtschiene. Kennen bestimmt viele von euch. Und dann ist hier noch ziemlich präsent in diesem Raum dieser riesen Kran. Ich habe keine Ahnung, wofür das ist. Das habe ich mich gerade schon kurz gefragt. Das konntest du hier in alle sämtlichen Richtungen drehen. Konntest ihn auch vor allem hier zum Zahnarzt Stuhl schieben, aber genau wofür das ist, weiß ich nicht. Telefonieren konntest du damit nicht, aber es sieht auf den ersten Blick ja wirklich so aus. Dann hast du hier so eine Anzeige für Milliampere. Das ist auch direkt mit so einem Stromkabel verbunden. Und hier oben konntest du irgendwas drehen. Keine Ahnung, was das war. Hier sind tatsächlich nochmal einige Bilder an der Wand, die ganz gut zeigen, was hier behandelt wurde. Tatsächlich gibt es hier sogar solche Geschwüre in der Lippe, die hier wegoperiert wurden. Zahnwurzelentzündungen und so weiter und so weiter. Richtig schöne Anschauungsbilder, die er hier aufgehangen hat. Das sind solche Details. Wo findet man denn sowas heutzutage noch? Das sieht wirklich krass aus. Leute, so einen Raum habe ich aber auch schon wirklich lange nicht gesehen. Das ist schon extrem spektakulär. Hier sind ja einfach alle Dinge noch von früher quasi drin. Als hätte er damals diese Praxis fluchtartig verlassen müssen. All diese ganzen teuren Zahnarztgeräte, die bestimmt vor 50 Jahren oder wann er die besorgt hat, viel, viel Geld gekostet haben müssen. Und jetzt liegt das hier einfach rum und alles vergammelt. Irgendwie kommt mir das Ganze hier auf jeden Fall total wie ein Museum vor. Alles liegt hier noch so da wie früher. Klar, vielleicht nicht mehr am genauen Ort wie damals, aber zumindest ist es noch hier. Das ist wirklich eine besondere Location. Schreibt auch eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.
Gut, Leute, von diesem Raum hier geht es jetzt tatsächlich weiter in einen riesigen Eingangsraum. Hier steht so ein ziemlich altes Sofa bzw. eine Bank, ein alter Spiegeltisch und ein Kamin. Hier ging es irgendwo rein. Ich glaube, hier kommt man auf die Rückseite vom Haus. Hier waren wir vorhin schon mal. Gute Frage, Leute. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier vielleicht mal das Wartezimmer war oder so. Weil irgendwo musstest du ja Platz nehmen, bevor du hier in die Praxis konntest. Und das hier würde sich auf jeden Fall gut anbieten, oder was meint ihr? Hier steht auch noch ein Sessel. Ansonsten gar nicht mehr so viel. Der Teppich lag hier mal. Keine Lampe mehr an der Decke. Das ist alles leider schon ab. Denn hier vorne kommt auch ordentlich Licht rein. Gibt es so eine schöne Terrasse. Können wir ja noch mal kurz rausgehen. Von hier unten kamen wir irgendwo rein. Da vorne ist das Tor. Und hier ist das Haus nochmal von außen. Komplett zugewachsen eigentlich. Großer Balkon hier, von dem man aber auch nicht mehr viel sieht. So Leute, wo geht's weiter lang? Wir haben hier noch eine kleine Flügeltür aus Holz. Ah, hier geht's weiter nach oben. Aber bevor wir hochgehen, würde ich sagen, gucken wir uns noch kurz hier um. Da brauchen wir ein bisschen Licht. Hier ist tatsächlich noch so ein kleines Bad, so eine Waschküche oder sowas. Mit einem Ofen, einer mini kleinen Wanne, wo man sich theoretisch sogar reinsetzen konnte. Ach, guck mal, hier ist bestimmt der Eingang gewesen in die Praxis, oder? Dann kamst du hier über diese Tür rein. Hier gab es ein kleines Kunden-WC. Und dann bist du hier abgebogen und kamst dort vorne in die richtige Zahnarztpraxis. Gut, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt als nächstes mal hoch, oder? Ich denke mal, dass es hier oben zu der Wohnung vom Zahnarzt ging. Denn du konntest hier die Tür auch nochmal separat abschließen. Dann war das hier alles Verwaltung und Zahnarzt im unteren Teil. Und oben ist die Wohnung des Zahnarztes und seiner Familie gewesen. Oh, hier kommt auf jeden Fall schön die Sonne rein. Es wird auch immer wärmer hier in Italien. Hier ist ordentlich Dreck auf jeden Fall auf dem Boden. Taubenkacke oder so. Hier ging es direkt. Ah, hier ist das große Wohnzimmer, Leute. Auch mit so vielen Büchern und Zeitschriften. Sipario, vielleicht ist das eine etablierte italienische Zeitung oder so. Auf jeden Fall auch schon richtig, richtig alt. Sieht noch aus wie aus Kriegszeiten von den Bildern her. Dann haben die hier in diesem Wohnzimmer mit Blick auf die Berge in diesen Zeitungen geblättert. Hier gab es auf jeden Fall drei Sessel, einen schönen großen Kamin, viele, viele Bücher und Tauben, die sich hier in den Bücherregalen niedergesetzt haben und hier quasi gelebt haben. Guck mal, hier ist alles vollgekackt und auf dem Boden, oh, da sind Zentimeter hoch nur Taubenscheiße. Und ehrlich gesagt, so wie es hier aussieht, so riecht es in diesem Raum hier auch. So richtig wie auf so einem Bauernhof oder so in so einer Scheune, da leben doch auch ganz oft Tauben. So riecht's hier tatsächlich. Hier geht's noch weiter in den nächsten Raum. Das könnte gut das Büro gewesen sein, könnte ich mir vorstellen. Aber hier ist halt quasi gar nichts mehr. Außer noch mehr von diesen ganzen alten Zeitungen. Hier, das ist krass. Ausgabe März, Marzo 1957. Das sind also nicht nur auf alt gemachte Zeitschriften, das sind wirklich richtig alte Zeitschriften. Krass, von 57, wirklich nicht so lange nach dem Krieg. Hier sind so viele alte Zeitschriften, das ist wirklich der Wahnsinn. Teilweise von 1960, 70, 50. Richtig alte Dinger, die hier über Jahrzehnte gesammelt wurden. Wahrscheinlich von der Frau. Ich finde, das sieht mehr nach einer Frauenzeitschrift aus, nach so einer Mode-Lifestyle-Zeitschrift von damals. Finde ich auf jeden Fall cool, dass das hier noch so rumliegt. Ich weiß nicht, was meint ihr? Waren die Leute hier alt? Ich meine, die Zeitschriften sind schon so lange her. Sind die hier drin verstorben? Oder kamen die in ein Altenheim? Sind doch nochmal umgezogen in ein Pflegeheim? Man weiß es nicht. Keine Ahnung, es gibt keine Hinweise, was genau mit dieser Location passiert ist und warum die jetzt schon so viele Jahre leer steht. Eure Vermutungen könnt ihr natürlich sehr gerne, während ich hier weiter spekuliere, auch in die Kommentare schreiben. Wo geht's hier noch hin? Ah, das hier war bestimmt Kleider. Ja, ja, das ist hier so ein kleiner begehbarer Kleiderschrank, würde ich meinen. Hier ist so viel Taubenscheiße, dass es wirklich nicht auszuhalten ist. Kleidungsstücke sind hier auch nicht wirklich. Ob die Bewohner sich damals hier schon vorstellen konnten, dass hier mal Tauben leben würden? Wahrscheinlich eher nicht. Man stellt euch vor, ihr wohnt jetzt 20, 30 Jahre in dem gleichen Haus, müsst ihr ausziehen und dann sieht es hier irgendwann so aus. Kommen Kinder hin, Jugendliche verwüsten das Gebäude und Tauben ziehen ein und scheißen alles voll. Was müsstest du hier wirklich grundsanieren, damit hier nochmal jemand leben kann? Lass uns hier schnell wieder raus, das riecht wirklich abscheulich. Wir können ja mal einen kleinen Blick auf die Terrasse werfen, weil die ist wirklich groß. Die war hier auch teilweise verglast oder zumindest überdacht. So viel Glas wie hier liegt, könnte das gut sein. Ja, da waren wir auch schon auf dem Balkon. Da sehe ich jetzt gerade, das habe ich vorhin gar nicht gesehen, da liegen auch noch richtig viele alte Möbel auf der Terrasse. Hier muss man halt ein bisschen aufpassen, ne? Da oben wohnen noch andere Menschen.
Was war hier vorne? Ein großer dunkler Raum mit dem Schrank, weiter nichts. Und hier? Ist das die Küche, Leute? Wir brauchen Licht. Ja, das ist doch safe eine kleine Küche. Hier stehen sogar noch oben ein paar Teller drin. Hier waren mal Gewürze und so weiter. Hier liegt sogar noch Spülmittel. Und in dieser kleinen Kiste hier drunter sind auch noch einige Spülmittel. Aber weiter ist hier in diesem Raum auch leider nichts mehr. Was ich interessant finde ist, das hier ist jetzt schon ziemlich kaputt, aber es gab hier auf jeden Fall in jeder Etage so Telefone. Unten habe ich auch schon eins gesehen und da konnten die wahrscheinlich hier immer schön kommunizieren, ne? Also wenn unten ein Patient kam und der Doktor war hier gerade in seinem schönen Wohnzimmer, dann hatte er wahrscheinlich eine Leitung direkt nach unten zu der Rezeptionistin oder wie sich das nennt, Arztgehilfin. Und die konnte ihn dann hier informieren, wenn es einen dringenden Notfall gab oder so. So stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Tja, und von hier aus geht's weiter zu nochmal einem separaten Bereich, der nochmal mit so einem Gitter hier abgetrennt ist. Konnte man auch nochmal abschließen. Hier ist ein Badezimmer. Hier liegt noch ein alter Rasierer rum. Klo, Bidet, Badewanne. Und hier konnte man seine Wäsche draufhängen. Ach, und guck mal hier. Ein Rasierpinsel, noch ein besserer Rasierer von Gillette und ein Parfum liegt hier noch rum. Das sind dann so die kleinen Details, die man noch finden kann zwischen all der Taubenkacke. Guck mal, hier ist noch ein Raum. Ach, krass. Ein Schlafzimmer, welches wiederum fast komplett eingerichtet ist. Hier ist zwar der fast komplette Putz von der Decke gekommen, aber dafür steht hier noch ein Bett mit Bettbezug und Überdecke, zwei Nachtschränke, ein Kleiderschrank, ein kleiner Schreibtisch und eine sehr große Kommode zum Schminken. Und mit den verschiedensten Unterlagen. Hier zum Beispiel von 1975. Da hinten der Kleiderschrank, da laufe ich auf jeden Fall nicht hin. Da ist die Bausubstanz auf jeden Fall auch nicht so gut. Aber hier überm Bett. Immer wieder, ne? Die Italiener sind halt einfach sehr gläubig. Hier hängt eine Maria mit einem Bild überm Bett. Leute, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist einer der letzten Räume hier auf jeden Fall. Ich finde es wahnsinnig interessant. Ein riesiges Haus, zwar nicht mehr so viel Einrichtung, aber unten vor allem diesem Highlight, dann hier dem Schlafzimmer, was hier auch nochmal fast komplett ausgestattet ist. Komisch, wo sind die anderen Sachen hin? Wurden geklaut? Wurden die doch damals mitgenommen und nicht alles wurde hier gelassen? Es sind halt immer wieder diese kleinen Details, ne, die so ein Gebäude am Ende so interessant machen. Denn trotz der ganzen Taubenkacke und trotz der ganzen Verwüstung muss ich schon darüber nachdenken, was hier aus der Familie wurde. Warum das hier keiner geerbt hat. Ich meine, es ist eine wunderschöne Aussicht hier. Sehr, sehr faszinierend. Ich würde sagen, wir gehen langsam wieder nach unten. Vielleicht gibt es noch einen Keller. Vielleicht gibt es draußen noch was zu sehen. Eine Garage, wo auf einmal noch ein Auto drin steht. War auf jeden Fall bisher schon mal sehr interessant. Raus aus dem Fenster. Achtung mit Scherben. Ist schon eine ziemlich besondere Location irgendwie. Alles ultra vertrocknet. Hier scheint seit Monaten nicht geregnet zu haben. So Leute, wir hauen ab. Direkt wieder mitten in der Stadt. Autos überall. Gut Leute, zurück im Auto. Fahren wir jetzt weiter zur nächsten Location. Weiter durch Sardinien. Interessante Arztvilla mitten in der Stadt. Ein Wunder eigentlich, dass das so gut geklappt hat mit dem Reinkommen. Das wäre in Deutschland nicht so einfach möglich. Ich sag's euch Leute, das Ausland ist es. Schreibt eure Meinung in die Kommentare zu diesem Ding. Bleibt froh und gesund. Lebt euer Abenteuer und bis zum nächsten Video. Euer PJ Adventure. Ciao. I'm here.